Hallo, ich begrüße dich und freue mich, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute nehme ich die Vollmondbotschaft auf. Ich habe das gestern am 7.8. nicht geschafft, aber ich denke, das hat auch immer einen bestimmten Grund. Und heute habe ich die Möglichkeit, auch den Löwe-Portal hier mit in diese Botschaft mit hineinfließen zu lassen. Also ich nehme dieses Video am 8.8. auf und freue mich, dass du dabei bist. So, vorab ein paar Informationen für dich, damit du weißt, welche Termine ich für meine Ausbildungen vorgesehen habe. Also, wenn dich die Ausbildungen im Klangschalenbereich interessieren, es findet eine Klangschalenausbildung jetzt am 19. und 20. August hier bei mir in Praxis Reka. Und dazu sind noch Plätze frei. Du kannst dich gerne dazu anmelden oder über meine Homepage den Kontakt zu mir suchen und nähere Informationen zu erfahren. Dann der nächste Termin ist am 26.8. Das ist ein Samstag. Da gibt es das mediale Malen. Erstelle dein eigenes Seelenbild, dein eigenes Energiebild. Also dieses Workshop findet von 11 bis 18 Uhr statt und du kannst dein Kunststück 50x50 auch mitnehmen und bei dir persönlich aufhängen in deinen Raum. Und ich unterstütze dich dabei mit einer Meditation, dass du auch einen besonderen Zugang bekommst, was du empfängst, dass du das zu diesem Leinwand auch bringen kannst. Mit dem Technik unterstütze ich dich und es wird ein schöner Tag mit viel Freude und Kreativität und freue mich, dich begrüßen zu dürfen. Das nächste Termin findet am 9.9. statt. Da startet die mediale Ausbildung, eine Gruppe. Und durch diese mediale Ausbildung hast du die Möglichkeit, deine Intuition zu entwickeln, in andere Energien einzutauchen, auf Engelebene, Jenseitskontakt vorzunehmen, wahrnehmen, hellfühlen, hellsehen. Und vieles mehr. Die Aura-Lehre gehört auch dazu, das Aura des Menschen zu sehen. Und es findet in 6 Einheiten statt und wie gesagt, beginnt am 9.9. Und die kommenden Termine werden vor Ort vereinbart in Abstand von 4 bis 6 Wochen. Also, heute haben wir den Löwe-Portal. Und am 8.8. und in meine Facebook-Gruppe Reka wird auch einen energetischen Angebot geben, und zwar der Löwe-Portal Energiekreis. Also wenn dich das interessiert, schau vorbei in meine spirituelle Gruppe Reka. Und Reka steht für Reiki, Entspannung, Klang und Ausbildung. Dort gibt es ganz viele spirituelle Beiträge, die Tagesbotschaft jeden Morgen, meine Videos und ganz viel Wissen Wertes über die Spiritualität, über die Energien und vieles mehr. So, wenn du gerne eine mediale Beratung bei mir buchen möchtest, du kannst das auch vor Ort oder per Telefon machen. Da hast du die Möglichkeit, dich darauf einzulassen, auch Jenseitskontakte zu erfahren. Botschaften empfange ich für dich und auch mit der Hilfe der Engel Heilung in dein Leben, in deine Situation zu bringen und zu erfahren. Also, du kannst bei mir die mediale Beratung buchen, Reiki.
Also das ist eine Energieheilung, auch als Fernheilung, Fernbehandlung und auch Klangschalen, also Klangschalenmassage, Klangschalenentspannung. Also wenn dich dieses Thema interessiert, dann kannst du bei mir auch einen Termin buchen. Und schon direkt im Monat August hast du auch die Möglichkeit, das zum Vorzugspreis zu bekommen, weil ich habe zwei Angebote für den Monat August erstellt, aus dem Grund, weil viele können in der Praxis kommen und andere wohnen doch zu weit und können nicht an den Angeboten, die ich hier in meiner Praxis anbiete, nicht teilnehmen. Also der erste Angebot ist Klangschalenmassage, 60 Minuten für 45 Euro statt 60 Euro. Das findet hier in meiner Praxis statt. Meine Praxis ist hier in der Nähe von Köln. Ja, und das nächste Angebot ist 3 Fernreiki-Behandlungen für 45 Euro statt 60 Euro. Jeweils eine halbe Stunde. Wenn dich dieses Angebot interessiert, ist über den ganzen August erhältlich. Sichere dir einen Platz, also wenn ich keinen Termin mehr für dich finde, dann tut mir leid, am Wochenende gebe ich keine Behandlungen. Meistens sind das Ausbildungen am Wochenende, also immer von montags bis freitags. So, jetzt genug gesprochen, jetzt fangen wir mit den Botschaften an. Wir hatten gestern am 7.8. um 20.12 Uhr den Vollmond im Wassermann und auch zugleich einen Mondfinsternis. Ich habe bereits in meiner Gruppe schon geteilt, dass das ganz hohe Energien sind, dass die auch dazu dienen, unsere oder deine Ziele verwirklichen zu können. Also wenn du das gerne nachlesen möchtest, kannst du das gerne tun. Und der heutige Tag, am 8.8. haben wir den Löwe-Portal und dieser Löwe-Portal steht allgemein für die Fülle. Wie ihr wisst, auch die Zahl 8 steht für die Fülle und am 8.8., das ist das Doppelte, die doppelte 8, also verdoppelt diese Energie der Fülle allgemein. Und ich bin gespannt jetzt auf die Botschaften. Ich habe hier auch 9 Karten intuitiv gewählt und aus jedem Kartendeck 2 Karten, um deutlichere Botschaften zu erhalten. Und dann schauen wir einfach, was diese Vollmondzyklus, diese Löwe-Portal heute allgemein für die kommende Zeit für dich, für mich, für uns allgemein bringt. Ich bitte dich, schließe deine Augen, atme tief ein und aus, spüre deine Füße und genieße den Klang meine Fußschale.
hoffe, du konntest dich entspannen und hast die Erdung intensiv wahrnehmen können in deinen Füßen. Und dann bin ich mal bereit und gespannt auf die Botschaften. Ich decke die ersten beiden Karten auf aus dem aufgestiegenen Meisterdeck. Ich zeige sie dir. Und da kommt Jesus Christus und seht, so dass du das auch sehen kannst. So, Moment. So, jetzt aber. So, und die Karte sagt für dich, dass die kommende Zeit für dich die Erlösung mitbringt. Also seine Botschaft, die Botschaft von Jesus ist die Liebe. Schau mal, der hat auch hier so einen rosa Umhang um sich. Du siehst hier ganz viel Licht, er strahlt auch ganz viel Liebe aus. Und er sagt dir, dass die negative Gefühle niedrigere Schwingungen haben. Und dass, wenn man mit Liebe denkt, also liebevoll denkt, auch an seine Mitmenschen, an Situationen, erhöht sich diese Energieschwingung sehr bedeutsam. Ja, und dass, wenn du jetzt zum Beispiel verärgert bist, Hass verspürst oder Zorn, dann bist du in diese niedrige Schwingung. Und Jesus sagt dir, dass diese niedrige Schwingungen, die du empfindest oder vielleicht die deine Vorfahren empfunden haben, bis zu 7 Generationen rückwirkend spürbar ist und dass sich das auf dein ganzes Leben auswirkt. Also oft finden wir solche Gefühle in der Ahnenreihe. Und diese niedrige Schwingung ist jetzt wirklich Zeit, diese niedrigen Schwingungen zu erlösen. Und Jesus zeigt dir, dass er das alles umwandeln kann. Tauche in der Energie der Liebe ein und umwandle Böse in das Gute. Zum Beispiel, wenn dir jemand etwas Gemeines gesagt hat, getan hat oder verletzt hat, dass du ihm einfach vergibst und dass du deinen Herzen folgst, dass du dein Gefühl folgst. Lass deine Ängste los und öffne dich für die Liebe, öffne dein Herz. Und so auch, was du in deinem Herzen empfindest, bringe das zu Ausdruck in diese kommende Zeit. Und dass man halt mit der Kraft der Liebe sehr viel bewegen kann. Sei es im Privaten, sei es im Globalen, wenn man liebevoll lebt und das ausstrahlt, kannst du sehr viel bewegen. Und wenn du auch unsicher bist und du weißt nicht, was du machen solltest, frage dich immer, ja, wie würde jetzt Jesus vorgehen? Was würde er machen? Wenn du sagst, der war doch wirklich so ungerecht zu mir, wie kann ich doch da vergeben? Das geht doch gar nicht. Dann frage dich, was würde Jesus machen? Und schon bist du in dieser Energie der Vergebung drin. Und die zweite Karte, die das hier unterstützt, ist Seht. Schau mal hier diese Augen an. Hier siehst du auch ganz viel Gelb oder Gold und Braun, ganz viel Vertrauen auch. Und diese Karte steht für die Wandlung und für aktive Einweihung. Also es waren auch gestern sehr starke Energien. Wir hatten auch noch den Mondfinsternis.
Also das war auch sehr spürbar. Also ich war gestern nach der Energieübertragung sehr müde und habe sehr, sehr fest geschlafen bis heute Morgen 7 Uhr. Also das war wirklich spürbar, diese Energie. Und die Karte sagt dir, dass jetzt auch eine aktive Einweihung stattgefunden hat. Sie steht für die Veränderung und er lässt bestehende Formen, was jetzt schon da ist, bestehende Formen verändern. Also, die Wandlung kommt ganz plötzlich, zum Beispiel, wenn du jetzt eine Arbeit hast. Und ganz plötzlich erkennst du, dass du damit überhaupt nicht mehr in Resonanz gehst. Und ohne groß zu überlegen, beendest du dieses Arbeitsverhältnis, weil du sagst, ich kann das nicht mehr. Es passt einfach nicht mehr. Also es kommt ohne große Vorankündigung. Ganz, ganz plötzlich. Und manchmal auch mit schmerzhaften Prozessen, zum Beispiel, wenn du jetzt so plötzlich deine Arbeit beendest, dann hast du ja noch keine neue, dann ist das vielleicht ein bisschen umständlich und ein bisschen schmerzhaft, aber bleibe im Vertrauen und folge deinem Herzen, folge deiner Intuition, du wirst eine neue Arbeit zum Beispiel finden. Es lösen sich dadurch wirklich die dunklen Aspekte auf. Und du gehst bewusst durch diesen Prozess und du bist wirklich lichtvoller, bewusster und kraftvoller. Also mit dieser Energie. Verbinde dich mit der Energie des Seeds. Also seht, wie kannst du dich mit dieser Energie verbinden? Setze dich hin, spüre deine Wurzel, öffne deine Hände im Schoß, schließe deine Augen und spreche ihren Namen dreimal bewusst seht und achte auf deine Körperempfindungen. Und du kannst einen inneren Dialog mit Seth vornehmen. Sie wird dich unterstützen. So, dann die nächste Botschaft für dich. Das sind ja auch immer zwei Karten. Hier, da haben wir die Sensibilität und Abgrenzung. Du bist ein sehr sensibles Wesen. Achte auf deine Grenzen. Und Wahrheit und Integrität. Erinnere dich an deine Wahrheit und sei ehrlich zu dir selbst. Ja, was sagt dir die Karte jetzt für die kommende Zeit? Also, die ist jetzt wirklich wichtig, die Wahrheit zu leben und auszudrücken. Lasse dich nicht von deine Umfeld, von deinen Freunden, von deiner Familie beeinflussen. Ja, folge deinem Herzen, deiner Intuition, wie auch Jesus dir das bereits gesagt hat. Folge deiner Intuition, was du spürst, was du wahrnimmst, das sollst du auch machen. Und dann kannst du auch fühlen, wie frei du bist. Also, wenn du ehrlich bist, erstmal zu dir selbst, bist du ganz frei, wenn du das aussprichst, was du möchtest und was du nicht mehr möchtest. Alles, was nicht klar und nicht ehrlich ist, hindert dich an deinem Fortschritt. Bereinige alles, was nicht wahrhaftig ist, wenn du in eine Beziehung lebst, nicht aus Liebe, sondern auch aus anderen Dingen, aus Sicherheitsgefühl oder wie auch immer,
Bereinige das und geh den Weg, sonst hindert dich das an deine Wachstum oder Arbeitsstelle, wenn du jetzt in einem Arbeitsverhältnis bist, einfach damit du dein Einkommen hast und diese Arbeit dich überhaupt nicht erfüllt und du machst dir was vor und sagst, ach ja, das passt nicht mehr. Mache die Menschen auch darauf aufmerksam, dass sie die Umwandlung selber wahrnehmen und leben, auch in deinem Freundeskreis. Oder teile einfach dieses Video, damit die das auch erfahren, was sie so erwartet in der kommenden Zeit. Und da hast du schon einen guten Tat vollbracht. Ja, also diese Karte steht für die Herzchakra. Du siehst auch, es ist grün. Und der Stein ist hier für diese Herzchakra, was dich in diese kommende Zeit unterstützt, ist der Schneeflocken Obsidian. So, und die nächste hier, was diese Karte, diese Botschaft ergänzt, Sensibilität und Abgrenzung. Du bist ein sehr sensibles Wesen und achte auf deine Grenzen. Ja, durch diese Zeit, durch diese Reinigungsprozesse, durch den Vollmond und allgemein diese Portale, die sich für dich oder für uns öffnen, wirst du immer sensibler und sensibler und auch in deine Entwicklung, auch in Verbindung mit deiner Nahrung, mit Umweltgifte, mit Stress. Und mit Lärm oder du bist auch sehr empfindlich gegen Streit. Du merkst, dass du ganz sensibel wirst und du brauchst viel Ruhe, brauchst eine ausgeglichene Umfeld für dich. Du sehnst dich mehr nach Harmonie. Schaffe dir Wohlfühlgrenzen und halte Abstand davon, was dir nicht gut tut. Wenn in deinem Umfeld, wenn du irgendwo hingehst und da ist immer sehr laut und du dich nicht mehr dort wohlfühlst, dann grenze dich ab, lerne dich abzugrenzen und lerne Nein zu sagen. Sage Nein auch für die Menschen, die dich nicht verstehen, auch vielleicht im Freundeskreis, wenn du über deine Spiritualität oder über deine Sensibilität was erzählst und die das nicht verstehen oder überhaupt keine Interesse zeigen. Das wirst du auch bereits schon spüren, dass du da gar kein Bedürfnis nach einem Treffen empfindest. Dann mache das einfach nicht. Da kommen auch neue Menschen auf dich zu, die dich verstehen, die das mögen und auch wo eure Schwingungen viel besser passen. Und diese Karte steht für die Wurzelchakra, für die Basis und der Stein hierfür ist die Biotit. Das hat die Farbe Violett. Das ist die Botschaft für den kommenden Mondzyklus und du kannst gerne aus diesen Botschaften das für dich rausnehmen, wo du mit in Resonanz gehst. Ich halte dir diese Karte, damit du die auch sehen kannst und lesen kannst. 7 des Handelns, du bist aufgerufen, deine persönliche Macht anzunehmen. Hab Vertrauen, denn deine Engel werden dir die Kraft geben, Nein zu sagen, wenn dies das Richtige ist für dich. Es kann sein, dass deine Kämpfe auf einen nicht gelösten inneren Konflikt zurückzuführen sind, anstatt auf einen Konflikt
mit anderen. Ja, die Karte wiederholt das eben, was ich bereits gesagt habe. Abgrenzen, habe Vertrauen, sage auch Nein, wenn das nicht für dich richtig ist. Und diese Kämpfe können aus nicht gelösten inneren Konflikten zurückzuführen sein. Das kann in eine frühere Situation stattgefunden sein, dass du das nicht erkannt hast, dass du dieses Erkenntnis nicht so wahrgenommen hast und deswegen noch einmal diese Situation erleben musstest oder noch einmal in dein Leben kam, damit du das verstehst, oder auch aus den früheren Leben, aus den früheren Beziehungen vielleicht, dass du das noch einmal auflöst. Und die nächste Karte, schau mal hier an, ich zeige dir erstmal die Karte. Hier siehst du einen gebildeten Herren mit Engel. So, und ich lese dir die nochmal vor. Organisation, deine Pläne sind dabei, Gestalt anzunehmen. Alles wird umso leichter fließen, wenn du deine Methoden mit ein wenig Organisation und Disziplin anreicherst. Der Schlüssel zum Erfolg besteht darin, deine Kreativität zu erlauben, sich sanft von der Logik führen zu lassen. Sei bereit, einen Menschen mit großer Intelligenz um Hilfe zu bitten oder dir einen Mentor zu suchen. Ja, die Karte sagt dir, dass du dich bereits jetzt in der, dass du dich in der Zeit, deine Ziele zu verwirklichen bist bereits und dass es jetzt alles ins Rollen kommt, aber dennoch es ist wichtig, dass du da dran bleibst, dass du auch deine Methoden vielleicht so ein bisschen noch so einen Feinschliff erlaubst und vielleicht, dass du dir jemand zu Hilfe holst, die sich in, entweder in diesem technischen Bereich sich auskennen oder dir gute Ratschläge geben, Mentoren, Lehrer oder wie auch immer jemand zu Hilfe holen, der dich auf diesem Gebiet weiterbringt. So, dann die nächsten Karten für diesen Mondzyklus. Schau mal hier. Alles ist gut, Erzengel Jeremiel. Alles geschieht genauso, wie es geschehen soll. Mit versteckten Segnungen, die du bald verstehen wirst. Und hier klar fühlen, Erzengel Raguel, achte auf deine wiederkehrende psychische und emotionalen Gefühle, die sie ein Hinweis auf göttliche Führung sind. Ja, also das sind wunderbare zwei Engelbotschaften, die dich hier begleiten, die dir einfach so in den Leben kamen und die sagen dir, dass du Vertrauen haben sollst, dass alles, auch wenn Niederlagen manchmal passieren, zum Beispiel wenn du keine Arbeitsstelle bekommst oder etwas nicht so gelingt, wie du das vorhattest, dass es alles genauso gut ist, wie es ist, weil dadurch hast du viel Ärger, bist du beschützt worden, du hast kein Ärger, keine Schwierigkeiten dadurch erfahren. Die Engel beschützen dich und Erzengel Jeremiel sagt dir, dass du das auch bald verstehen wirst, was davon das Positive war. Warum hast du diese Stelle nicht bekommen? Warum hat diese Kooperation mit jemandem nicht stattgefunden? Warum sollte das nicht sein? Das wirst du als Segen verstehen können.
und zum Beispiel hier das Klarfühlen, dass du auf deine emotionale wie auch auf physische Gefühle, wenn du jemand begegnest, dass du ein Gefühl hast, zum Beispiel du empfindest eine Kälte oder es dreht sich bei dir im Magen oder so hast du so trübe Gedanken oder du spürst von den Menschen einfach, dass da nichts Positives ausgeht, da sollst du viel mehr auf dieses Klarfühlen dich einlassen, dich öffnen und das wird dich auf deinen Weg sehr unterstützen, wenn du auf dein Gefühl einfach hörst, mit dem Menschen oder mit Situationen, ob das für dich gut sein soll oder nicht. Und schau mal hier die zwei Mandalas, wunderschön, einmal in grün, blau, violett, weiß und gelb, also fast die Regenbogenfarben, da ist auch ein bisschen orange und rot und hier alles im gelb-orange. Also gehe neue Wege, verlasse die eingefahrenen Pfade, sei spontan und gehe ganz neue Wege. Es gibt noch so viele andere Möglichkeiten für dich, das Leben zu erfahren. Ja, wir sind hier an einem Wendepunkt, wie ich das auch schon sagte. Also auch diese 8.8. Portal, wie auch das Vollmond, jetzt im August, die Energien sind sehr hoch. Wir haben auch 6 Portaltage in diesem Monat. Geh neue Wege, folge deiner Intuition, sei spontan. Wenn du eine Eingebung hast, sei mutig und erkenne, es gibt noch so viele andere Möglichkeiten für dich, das Leben zu erfahren. Und hier die nächste Karte, würde ich intuitiv sagen, das sind die Farben vom Solarplexus und Sakralchakra. Öffne dich der Leichtigkeit, lasse los, folge dem Fluss des Lebens und öffne dich der Leichtigkeit in deinem Leben. Es darf jetzt leicht sein. Erlaube es dir und gehe deinen Weg in Gelassenheit. Also im Sakralchakra sind alle Gefühle gespeichert. Von früher aus den früheren Beziehungen und so weiter, lasse sie los und folge den Fluss des Lebens. Und hier die Solar Plexus, deine innere Sonne. Lasse deine innere Sonne erstrahlen und habe Vertrauen, gehe deinen Weg ganz gelassen. Du wirst geführt. Wunderbare Botschaft. Und hier noch einmal die Engelbotschaft. Körperbewusstsein. Erkenne deinen Körper an und zelebriere dein Menschsein. Habe Freude dabei. Und die nächste Umsetzung. Mit meiner Hilfe bringst du deine Träume in die Wirklichkeit. Also dieses Körperbewusstsein, das kannst du aus verschiedenen Aspekten sehen. Wenn du zum Beispiel gerne Sport machst, lebe das, dein bewusstes Körperbewusstsein oder gönne dir Ruhe oder Massage. Aber wenn du jetzt auch sagst im Sommer, ich habe Urlaub, ich gehe gerne essen, ich esse gerne Eis im Sommer, genieße das auch in vollen Zügen. Was dir gut tut, für deinen Körper gut tut, gönne dir das. Werde dir bewusst, wonach sich dein Körper wirklich sehnt, wenn du dir eine Massage gönnen möchtest, vielleicht meine Klangschalenmassage, Schleichwerbung, dann komm einfach vorbei und genieße
einfach die Klänge auf deinen Körper. Und Umsetzung, also die Engel helfen dir jetzt in dieser Zeit, deine Träume in die Wirklichkeit zu bringen. Genieße, du brauchst dich gar nicht anzustrengen. Genieße, deine Träume werden in die Umsetzung kommen. Das sagen dir die Engel hier, die Karten. Die nächsten beiden, schau mal hier, die Mondkarten, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Mondaspekte, aber die sind wundervoll, die Karten. Ist einmal die Freiheit und die Resonanz gekommen. Wir hatten ja gestern den Vollmond. Und die Karte sagt dir, dass dieser Vollmond im Wassermann dir die innere Freiheit bringt und dass du die Möglichkeit jetzt auch bekommst, zu dir selber zu stehen. Und wenn du zu dir selber stehst, wirst du im Frieden auch mit dir selber kommen und auch mit anderen. Weil diese Freiheit, was du im Innen fühlst, ist ein Ausdruck, ein innerer Ausdruck, ein Gefühl. Wenn du dich innerlich befreit fühlst und frei bist, dann hast du keine Ängste mehr, dann hast du keine Zweifel mehr. Ja, dann hast du alles losgelassen, was dir nicht mehr gut tut oder was dir nicht mehr dienlich ist. Also Freiheit ist so ein inneres Gefühl, was dich entscheiden lässt, zu dir selber zu stehen, zu deinen Meinungen zu stehen, deinen eigenen Meinung zu haben und dich dafür zu entscheiden, das auch zu leben, auch zu sagen, auch auf der Arbeit, auch in der Partnerschaft, im Freundeskreis. Du sollst deine eigene Meinung vertreten, sagen, dazu stehen, zu dir selber stehen. Wenn du was nicht gut findest, dann brauchst du das nicht gut zu finden. Sei innerlich befreit und spreche das aus. So, und die Resonanz hier, die Karte sagt dir, dass alle Begegnungen, die du erlebst mit anderen Menschen oder mit Situationen, mit dir im Resonanz sind. Also das heißt, für deine Situation, für diesen Zeitpunkt, dass du mit dieser Situation oder mit diesen Menschen in Resonanz gehst. Auch Erinnerungen und Reaktionen, auch Gedanken und auch Gefühle. Also diese Resonanz ist zum Beispiel wie ein Radio. Du hast ja den Sender und du hast ja den Empfänger. Also was für dich gerade wichtig ist, was du bereit bist zu empfangen, was für dich wichtig ist zu empfangen, das wird auch in dein Leben kommen. Welche Ereignis und welche Gefühl, das entscheidet sich wirklich von deiner Befindung aus. Also wie du dich empfindest, wie du in welcher Empfindungsphase bist, das wird in dein Leben kommen. Wenn du dich positiv eingestellt hast und dich geöffnet hast, dann werden positive Ereignisse in dein Leben kommen. Wenn du in der neutrale oder in diese negative Resonanz bist, dann werden dir genau solche Situationen zu dir kommen. Wenn du zum Beispiel immer Negatives erwartest, dann wird das auch in dein Leben negative Ereignisse geben.
Wenn du dich für die Positivität öffnest und wenn du sagst, ach wie herrlich, ich werde jetzt so viele nette Menschen begegnen, dann wirst du das auch. Und das ist, diese Muster ist in dir, das sind deine Prägungen aus früheren Situationen, aus der Kindheit oder auch teilweise aus den früheren Leben, was du mit dir mitbringst. Das sind alle deine Themen, Themen, die du in dir trägst. Und du kannst das für dich erkennen. Jetzt ist eine Zeit da, dass du das erkennen kannst und auflösen kannst und du deine Resonanz verändern kannst. Gehe mit dir selber in einen inneren Dialog und lasse alles so ein bisschen Revue passieren und erkenne, dass vieles von deiner Denkweise, absolut von deiner Denkweise abhängt. So, die beiden Tarotkarten, oh, die stehen Kopf. So, und schau mal hier, was du von beide wunderbare Karten hier bekommen hast. Wunderbar. Also hier einmal das Rad und die Sonne. Und das Rad steht für Glück, fürs Neubeginn, für Erweiterung, Kreativität und für den großen Durchbruch. Und die Sonne steht für Vollendung, große Reisen, Befreiung aus Gebundenheit und Beendigung des Karmas. Ja, also das Rad sagt dir, im Leben geschehen Wunder. Nutze den Augenblick und sei offen für diese Wunder. Heute ist der Löwe-Portal. Achte, öffne dich und sei offen für Wunder, was in dein Leben kommen möchte. Schau hier das Rad an. Es dreht sich immer und du bist jetzt ungefähr hier und du kannst hier den Höhepunkt erreichen. Und wenn du jetzt hier bist, hier, guck mal, da geht es auch ein wenig aufwärts. Sei offen für die Wunder. Und die Sonne, hier schau mal hier die ganze Strahlen an. Und die Sonne sagt dir, also, dass du jetzt eine Beendigung hast von deinem Karma und dass ein gutes Abschluss in dein Leben kommt. Vielleicht machst du eine Reise, ein Urlaub, dass du sagst, oh toll, ein Urlaub, oder stehst vor einem bestimmten Unternehmung, möchtest du was unternehmen? Das steht hier wunderbar, ganz gut. Und vertraue deine Wahrnehmung, was dir deine Wahrnehmung, dein Gefühl dir auf dem Weg mitgibt. Wunderbar. Also diese Löwe-Portal, also sehr schöne Energien bringt er mit sich. Und hier für die Liebe zeige ich sie dir. Schau mal, kannst du das so sehen? Ja, schaue dein Muster in Beziehungen an. Anzuerkennen, dass du dein Verhalten ändern oder abwandeln musst, erfordert innere Stärke. Oft sind oder begegnen uns Menschen, die schon mehrfach geschieden sind, immer wieder die Partnerschaft hat nicht funktioniert und immer ist das der Partner schuld, warum das nicht funktioniert hat. Aber wie ich das eben schon erwähnt habe, Sender und Empfänger.
Was du aussendest, das kommt zu dir zurück. Das hat was mit deinen Beziehungsmustern zu tun. Erkenne das. Ziehe dir einen anderen Art Menschen an. Oder wenn dein Partner nicht alles so macht, wie du dir das wünschst. Vielleicht denkst du, ja, der hat wieder das und das nicht gemacht, der hat das wieder das und das vergessen. Schon ziehst du sowas hervor mit deinem Gedankenmuster und dann wird er das nicht machen. Und erkenne das, ändere deine Denkweise auch in Partnerschaften oder wenn du keinen Partner hast, sage dir, ein liebevoller, für mich passender Partner wird in mein Leben kommen, der ganz meinen Bedürfnissen entspricht. Zum Beispiel, hier die nächste Karte ist, tu etwas für jemand anderen, schenke jemanden deine Aufmerksamkeit. Schau mal hier die Dame. Die Dame streichelt hier die Tiere. Hier siehst du auch einen Hasen, noch ein Tier. Die Karte sagt dir, jemand anderen etwas Gutes zu tun, wenn du aus dem Herzen deinem Partner etwas gönnst, dann bekommt deine Beziehung einen ganz anderen Schwung. Sei aufmerksam und zeige so deine Liebe. Kleine Gesten bringen große Wirkung hervor. Erweise auch kleine Liebesdienste, indem zum Beispiel, wenn dein Partner gerne Fußball schaut oder Fußball guckt, dann geh doch einfach mal zu einem Fußballspiel mit, auch wenn du das nicht gerne magst oder umgekehrt, wenn du spirituell bist oder wenn dein Partner spirituell ist und du nicht, dann öffne dich für die Spiritualität, nehme an so einem Meditationabend vielleicht teil. Das war jetzt so ein Beispiel, damit du das viel besser verstehen kannst. Ja, und die Karte sagt dir hier, ja, schaue wirklich nach innen und erkenne, welche Menschen du wirklich in dein Leben ziehst. Und lerne wirklich deine Lektionen, warum das alles so in deinem Leben ist. Und wenn du das erkennst, dann wirst du auch die Menschen in dein Leben ziehen, die dir gut tun. So, ich fasse kurz zusammen die Botschaften. So, wir hatten hier Seht und Seht stand für die Umwandlung, ganz plötzliche Umwandlung. Und hier Jesus Christus für die Erlösung. Und hier haben wir Wahrheit und Integrität, dein Wahrheit aussprechen und leben, Sensibilität und Abgrenzung, auch Nein sagen, was dir nicht mehr passt, was dir nicht mehr gefällt, was, wo du dich nicht gut fühlst, dich abgrenzen. Hier war das nochmal, 7 des Handelns. Ja, du bist aufgerufen, deine Macht anzunehmen und Nein zu sagen, was für dich nicht richtig ist. Und das hat mit den früheren Beziehungen was zu tun, damit du das lernen kannst. Und hier Organisation, hole jemand ins Boot bei deinen Projekten, die dich unterstützen, sei es ein Mentor oder Hilfe auf gewisse Art und Weise, dass du bei deinen Projekten, dein Vorhaben unterstützt wirst. Hier die beiden Engel nochmal. Jeremiel, dass du das verstehst, dass alles einen Sinn hat, so wie es ist, alles was geschieht. Sehe darin das Positive, du wirst es bald verstehen und klar fühlen. Höre auf dein Körpergefühl,
auf deine emotionale Hinweise auch, wenn du Menschen begegnest oder auf deine göttliche Führung, wenn dir Menschen begegnen, die dich weiterbringen in deinem Leben, höre auf diese Hinweise. Öffne dich der Leichtigkeit und gehe deinen eigenen Weg mit Gelassenheit, gehe neue Wege ganz spontan und das Leben hat ganz viele neue Möglichkeiten für dich. Körperbewusstsein, was dir gut tut körperlich, wo du Freude hast, wo du dich gut fühlst, gönne dir das. Und lass los, lass locker. Deine Träume werden Wirklichkeit, werden umgesetzt. Hier Freiheit und Resonanz. Lebe deine innere Freiheit. In Frieden in dir. Und dann diese Freiheit erlaub dir auch wirklich zu dir selber, zu deinen Meinungen zu stehen. Resonanz. Du wirst diese Menschen in dein Leben anziehen, die für dich gerade wichtig sind. Was für dich gerade wichtig ist an Situationen werden in dein Leben kommen. Rad und die Sonne, das steht für die Vollendung, große Reisen. Die Sonne, Beendigung des Karmas. Und das Rad steht fürs Glück und für Neubeginn, für Erweiterung und für den großen Durchbruch. Hier die beiden Liebeskarten. Schaue dir deine Beziehungsmuster an. Wem ziehst du in dein Leben? Erkenne es an. Hier, es hat was mit der Resonanz zu tun. Wem du in dein Leben ziehst, erkenne das an und umwandle es. Ziehe positive Menschen mit positiver Denkweise in dein Leben. Und tue etwas für jemand anderen, schenke jemandem deine Aufmerksamkeit. Das heißt, du kannst gerne jemanden, den du liebst, etwas tun, was du nicht so gerne magst. Aber aus Liebe zu ihm oder zu ihr, das mal einfach zu machen, zu zeigen, wie viel er oder sie dir bedeutet. Das sind so kleine Liebesgesten. Ich hoffe, dir hat meine Vollmondbotschaft mit diesem Portalbotschaft so ein bisschen zusammengefasst gefallen. Und wenn es so ist, freue ich mich auf ein Like von dir, aufs Teilen, natürlich selbstverständlich auf Abonnieren umso mehr. Diese Botschaften machen mir sehr viel Freude. Ich mache das aus dem Herzen heraus und ich hoffe, dass es auch bei dir genauso ankommt und freue mich auf dem nächsten Video, wenn du wieder dabei bist. Und sage dir Tschüss bis dahin und sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus. Namaste, deine Valeria.